Herzlich willkommen zurück in Control Ultimate Edition. Wir heißen Jess Faden oder Faden wahrscheinlich eher und befinden uns jetzt in dieser seltsamen Astralebene. Der Chef des Federal Bureau of Control wurde scheinbar umgebracht und wir müssen eine Art Prüfung oder Herausforderung abschließen. Diese Pyramide hat zu uns gesprochen. Ja, das klingt alles jetzt gerade etwas abgespaced. Und wir sind in diesem schönen, marmorierten, ja, goldmarmorierten Gang, Flur. Und alles sieht etwas seltsam aus. Mal schauen, was uns hier erwartet. Okay, Kaugummi Polaroid, das sind die Tattoos, die wir irgendwie sehen, sagt der Rat. Und irgendwas mit der Amtswaffe. Okay, so klettern wir. Oh, ein Gegner. Mit V machen wir einen Psy-Schlag. Okay, da müssen wir näher dran sein. Was auch immer du für ein Zombie- oder Dämonenwesen bist. Okay. Spannend, spannend. Ach, hier Waffe. Hoch. Sollen wir sie nehmen? Natürlich nehmen wir sie. Mystisch. Na, ihr zwei Ganoven. Oh Mann. Ob ich den zweiten auch noch schaffe? Versuchen wir auf den Kopf zu zielen, aber vielleicht ist das auch der Fehler. Regeneriert automatisch die Munition, wenn sie im nicht im Einsatz ist. Das ist sehr praktisch, wenn man so viel daneben schießt wie ich. Wir bekommen jetzt auch nicht viel erklärt. Ist alles, ja, wie gesagt, etwas mystisch. Aber das ist einfach so eine Art Tutorial, denke ich. Und ein Sprung runter. Ich finde es aber richtig sick vom Look her, also. Zombie, Zombie. Kommen die, können die hoch? Ich sollte fast mal warten, kurz. Kommen die hoch? Okay, der Psy-Schlag geht auch runter. Spannend. Was für eine Wucht da dahinter steckt. Und wir haben die ganzen Steine hier zertrümmert. Das ist dauerhaft. Das ist natürlich cool. Jetzt schießt er auch. Gehen wir natürlich in Deckung erstmal. Ich renn hin und mache einen Psy-Schlag. Das ist doch eine Kombo. Aber können wir jetzt Gegner lassen Lebenselemente fallen, wenn sie Schaden erleiden? Sammle Lebenselemente, um Leben zu generieren. Wo sehe ich denn? Ach, links unten ist mein Leben. Was ich jetzt gerne ausprobieren würde. Okay, was ist hier für ein Beam? Was ich gerne ausprobieren würde, ob ich noch mehr von den Sachen kaputt machen kann. Okay, very powerful. Das müssen wir uns merken. Ich schaue mich nochmal kurz um, bevor wir vielleicht, also es könnte ja so ein Seil oder Aufzug sein, bevor wir ins nächste Level gehen oder zurück in die Wirklichkeit.
Und weil es Spaß macht, noch einmal. Okay, gehen wir nach oben. Da kommt etwas. Die Bedrohung. Ein Angriff. Pflichten als Direktor. Die Behörde schützen. Hast du das gehört? Das ist der Tote. Gleich nachdem die Pyramide zu mir sprach. Und es war nur Rauschen. Und ich habe jedes Wort verstanden. Oh, und diese Waffe lebt. Weißt du was? Ich bin froh. Froh, hier zu sein. Draußen ist es ruhiger geworden. Ist das sicher? Außerhalb des Gebäudes, meinst du? Spannend. Wir sind jetzt wieder zurück aus der Astralebene. Und ich denke, das heißt, wir haben jetzt die Challenge bestanden. Aber Trench ist wieder tot. Ist natürlich die Frage, was jetzt gerade die Wirklichkeit ist, ne? Ich drücke jetzt mal Tab. Hier, wenn wir da lang gehen, kommen wir auch zu diesem großen Kreis. Ich kann leider nicht mit dem Mauszeiger drauf zeigen. Aber wir kommen zu diesem Kreis, der links unten ist, mit den drei Fragezeichen. Das wäre natürlich sehr spannend, dahin zu kommen. Aber auch in allen anderen Teilen des Gebäudes haben wir noch viel zu entdecken. Ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach mal, in diese Tresortür irgendwie reinzukommen. Okay, der Versuch ist schnell vorbei. Ach, jetzt will ich mal schauen, ob wir den Psy-Schlag auch in dieser Realität verwenden können. Und wie? Okay. Sorry, ich muss jetzt meine Zerstörungswut mal noch rauslassen. Ah, den Schreibtisch können wir aber nicht kaputt. Nein, das wäre zu pietätslos. Krass, was sind denn wir überhaupt für... Sind wir vielleicht auch irgendwie ein Mutant? What? Okay, Sicherheitspersonal ist tot. Oder in irgendeinem seltsamen Status. Sollen wir da lang gehen? Sollen wir links? Was ist das? Du darfst das nicht zulassen. 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 Du hast es gestoppt. Du... Oh, danke. Das war Horror. Horror. Bleib weg, verdammt! Oh, shit. Die sehen böse aus. Aber sie schießen nicht auf mich. Jetzt schon. Einer erledigt. Der nächste. Und der dritte ist hier hinten. Das sind aber auch keine Menschen, oder? Das sind auch irgendwie ganz komische Wesen. Jetzt gehen sie weg. Wie schauen wir uns nochmal Sachen an? Ich glaube, es sah gerade aus, als hätten wir irgendwie eine Art Dokument oder so bekommen. Das wird dann schon nochmal eingeblendet. Ja, dann gehen wir wohl hier zurück. Probieren wir das nochmal? Geht immer noch nicht. Wer sind... Hey, warte mal. Das sind doch wir. Das ist Jess Faden. Wir haben jetzt die Amtswaffe. Amt? Heißt es, wir sind jetzt der Chef vom Federal Bureau of Control? Alles gerade sehr mysteriös und mystisch. Wir haben in der letzten Folge auch erfahren, dass unser Bruder hier vor vielen, vielen Jahren wohl schon hinkam. Da gehen wir zur Geschäftsleitung. Ja, dann machen wir das wohl. Die Hotline. An sich
sicherer Kommunikationsweg. Anweisung zur Ultimaten. Okay, Trench kommuniziert noch mit uns. Sagt der Tote. Okay. Hier hängt wieder Sicherheitspersonal. Das wird von diesen seltsamen Kräften wahrscheinlich kontrolliert. Und wenn wir in die Nähe kommen, attackiert er uns vielleicht wieder. Probieren wir es mal aus. Okay. Das ist, wie ich es erwartet habe. Die sind, glaube ich, einfach schon tot an sich. Aber werden kontrolliert eben von irgendwelchen Mächten. Okay, der backt da ein bisschen rum. Entdeckung. Ich würde gerne näher an die rankommen, damit wir sie mit dem Psy-Schlag fighten können. So nämlich. Es macht viel mehr Spaß. Okay, das sind schon echt einige von diesen Sicherheitszombies, nenne ich sie jetzt mal. Komm schon. Also nichts für schwache Nerven, dieses Spiel. Gegenstände öffnen. Die Zeit ist gestoppt währenddessen, das ist schon mal gut. Ja, das war nämlich das, was ich gesucht habe. Sammelobjekte. Wir haben einige Sachen zum Anschauen wieder. Forschungen und Aufzeichnungen. Zischerforschung. Feldforschung über Zischerwesen. Befallener Wachmann. Genau, befallen sind die. Zusammenfassung. Für die Behörde arbeitet viel internes Sicherheitspersonal. Die Zischer haben das schnell zu ihrem Vorteil genutzt. Zischerwachen nutzen die gebräuchlichen Hinterschaftladergewehre, die sie vor dem Befall hatten, während gepanzerte Wachen Vorderschaftsrepetierflinten tragen. Es wurde keine paranatürliche Fähigkeit bei ihnen beobachtet, mit Ausnahme bestimmter Zischerwachen, die durch einen dichten Resonanzschild des Zischens geschützt sind, der Kugeln aufhalten kann. Ist dieser Schild ein Ergebnis längeren Befalls durch das Zischen? Reift das Zischen in organischen Wirten mit der Zeit heran? Wir brauchen mehr Daten. Haben die Zischer einzelne Ziele mit Kampftraining ins Visier genommen? Hat das Zischen dieses Erkenntnisniveau? Nutzen sie Wirte für Aufgaben, für die sie am besten geeignet sind? Sind Wirte mit Kampftraining dem Kampf vorbehalten? Das sind alles Fragen, die später geklärt werden müssen, aber es ist offensichtlich, dass befallene Personen das Wissen über die Verwendung ihrer Waffe bewahren. Zischer nennen sich diese Wesen, die diese Wachmänner befallen und auch auf uns loslassen. Wir haben noch eine Fotografie von Director Trench, Zachariah Trench, wie auch immer man das ausspricht. Das macht schon einiges klarer. Oder zumindest wissen wir jetzt, wie dieses Wesen heißt oder diese Wesen, die die Wachmänner kontrollieren. Vielleicht heißt das Spiel deswegen auch Control. Schauen wir mal in die Fallakten. Amtswaffe. Unsere lebendige Waffe. Erhalten am 4. August 1964. Sehen wir jetzt auf der roten, auf der rechten Seite hier. Das heißt, wir befinden uns wahrscheinlich auch im Jahr 1964. Sehr interessant. Beschreibung par Utilität. Das Wort kenne ich nicht. Die Form des Objekts ist variabel. Wenn es gebunden wird, ermöglicht das Objekt Para-Utilitarian. Ah, okay. Utilitarier sind wahrscheinlich Menschen, die Sachen nutzen, und Para-Utilitarier sind quasi Leute, die paranormale Fähigkeiten oder so verwenden, und offensichtlich gehören wir dazu mit unserem Psy-Schlag und so auch. Dieses Objekt darf nur von Personen gebunden werden, die die Rolle des zu übernehmen suchen. Ja, wahrscheinlich bei der Amtswaffe Amtsträger oder sowas. Oder vielleicht auch der
behördliche Chef. Deswegen hing ja auch jetzt ein Bild von uns da. Ist jetzt meine Theorie. Das Objekt bestimmt, ob man Direktor wird, denke ich mal. Weil auch als wir diese Waffe aufgenommen haben, sind wir ja in dieser Astralebene gelandet und mussten uns beweisen. Abgelehnte Bewerber werden dabei eliminiert. Das ist nicht mit uns passiert, das heißt, wir wurden angenommen. Dieses Prozedere wird vom diktiert, obwohl die Kriterien unbekannt sind. Hintergrund. Das Objekt wurde im ältesten Haus entdeckt, in dem Raum, der jetzt als Büro des Direktors dient. Es wird allgemein angenommen, dass die Amtswaffe vielleicht viele Formen in der Geschichte und so weiter annahm. Mjölnir, Excalibur, Varunastra. Alle Waffen, die ihren Besitzer gebunden haben vielleicht. Excalibur ist ja das Schwert, das Arthur aus dem Stein gezogen hat. Bei den Rittern der Tafelrunde. Mjölnir ist, glaube ich, der, wenn ich mich recht erinnere, der Hammer von Thor. Also auch alles so krasse magische Waffen. Varunastra sagt mir jetzt leider nichts. Wenn Objekte der Macht die Konvergenz der Kräfte sind, die auf dem kollektiven Unbewussten basieren, dann kann dies die ursprüngliche Manifestierung dieses Ereignisses sein. Whatever. Wenn das der Fall ist, irgendwas. Sehr, sehr spannend. Das heißt auch, dass es quasi die gleiche Waffe war, die Thor hatte, die Arthur hatte und die wir jetzt haben, nur immer in unterschiedlichen Formen, auch angepasst an die Zeit und an die Gegebenheiten scheinbar. Multimedia. Objekte der Macht. Objekte der Macht sind entweder Ergebnis oder Ursache von AWE, gewandelten Weltereignissen. Störungen unserer vermeintlichen Realität. Notieren Sie, auch Ihre Verbindung zur Astralebene untersuchen. So. Die Amtswaffe kann man natürlich als Musterbeispiel ansehen. Für ein ODM, und zwar ein sehr mächtiges. Teil der DNA der Behörde, zentrale Komponente im Primärkandidatenprogramm. Wer dieses russische Roulette überlebt hat, der hat gewonnen. Verlierer, nun, die werden gefeuert. Danke. Ich bin Dr. Darling, Forschungsleiter im Federal Bureau of Control. Okay, ja, das war jetzt eine längere Version von dem Clip, den wir in der letzten Folge schon gesehen haben. Und der von dem Dr. Darling war auch die Akte, die wir gerade gelesen haben über die Waffe. Ich würde sagen, wir machen mal noch weiter. Die Sicherheitsmänner hängen hier alle in der Luft. Wo müssen wir lang? Zentrale Geschäftsleitung. Das Zischen, das vorhin in mich eindringt. Das Zischen hat sich in alles hier reingegraben. Ist das Zischen dein Feind? Gut, es ist unser Feind. Dieses Geräusch ist ansteckend. Es gräbt sich in dich wie eine nervige Melodie, die man nicht aufhören kann zu summen. Okay, wie wehren wir uns gegen das Zischen? Ich möchte nicht übernommen werden. Ist die Pyramide des Zischen? Ist die Pyramide des Böse? Okay, wir haben es jetzt ausgelöst, dass die runtergefallen sind. Regeneriert unser Leben automatisch. 1300. Soll ich einfach runterspringen? Hier oben hätten wir auch noch Gegner, ne? Ich laufe jetzt mal noch hier durch. Hier haben wir zum Beispiel noch eine Akte oder sowas. Ein Radio. Passt ja gut zur Stimmung. Wunderbar. Ich habe das Radio jetzt wieder ausgemacht. Ich würde sagen, wir haben einen guten Zeitpunkt erreicht,
um die Folge an einem spannenden Moment aufzuhören. Das Zischen und die Stimmen sind omnipräsent gerade. Und ihr fragt euch bestimmt genauso wie ich, wie geht's weiter? Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Schaltet gerne wieder ein und lasst einen saftigen Like da, wenn es euch geschmeckt hat. Tschüss.